Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 16. Bevor es mit dem Vlog weitergeht, wollte ich euch meine neuen Sachen von Lily Silk einmal vorstellen. Vorab möchte ich noch sagen, dass ihr mit dem Code Vanessa12 ganze 12% Rabatt bei Lily Silk bekommt. Und das Geniale ist, dass ihr bei einer Bestellung ab $200 bekommt ihr $10 Rabatt, bei einer Bestellung von $400 bekommt ihr $30 Rabatt, bei einer Bestellung von $600 bekommt ihr $50 Rabatt und ihr könnt zusätzlich 40% auf euer zweites Piece bekommen. Nochmal 40% extra Rabatt und zusätzlich bekommt ihr auch noch 12% Rabatt mit meinem Code Vanessa12. Wir beginnen einmal mit dem Beauty Set, welches ich mir ausgesucht habe. Und zwar besteht das Beauty Set einmal aus dieser Schlafmütze. Das heißt, die könnt ihr über Nacht anziehen. Erstens, dadurch hält eure Frisur über Nacht wunderbar. Und zweitens, es schützt eure Haare vor der Reibung an dem Kopfkissen. Reibung eurer Haare an dem Kopfkissen können zu Haarbrüchen führen. Besonders, wenn eure Haare sowieso schon strapaziert und trocken sind. Dann besteht das Beauty-Set auch noch aus einer Schlafmaske. Es schützt euch vor Licht in der Nacht. Und ihr habt einfach dadurch, beziehungsweise ich habe dadurch einen sehr, sehr ruhigen Schlaf bekommen. Deswegen ist es auch eine absolute Empfehlung von mir. Und das Geniale ist, die könnt ihr hinten natürlich auch einmal Größen einstellen. Hier habt ihr am Band dann einmal samtiges Material und hier natürlich Seidenmaterial. Da ist der äußere Stoff 100% Maulbeerseide und die Füllung ist hundertprozentige Seide und deswegen ist das Material auch so unfassbar weich und angenehm auf der Haut. Dann haben wir einmal das Herzstück von Lily Silk und zwar deren Kissenbezug. Macht, dass eure Haare nicht am Kissen reiben, genauso wie die Schlafmütze. Das ist natürlich Geschmackssache, ob ihr lieber einen Kissenbezug habt oder eine Schlafmütze. So seht ihr das Kopfkissen auch nochmal im Bezogen, wie wunderschön das Material ist, wie hochglänzend das alles ist. Ich liebe es. Und zu guter Letzt haben wir einmal Seidenkokons. Diese könnt ihr mit lauwarmem Wasser einmal leicht befeuchten und zusätzlich noch euren Toner mit drauf machen. Und somit könnt ihr eure Haut mit einer sanften Massage verwöhnen, eure Haut pflegen und der Toner wird somit super eingearbeitet. Und die könnt ihr bis zu zweimal benutzen. Dann haben wir einmal dieses Curling Hair. Könnt ihr damit eure Haare locken und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Ich verlinke euch alle Informationen von Lily Silk unten in der Videobeschreibung. Schaut dort auf jeden Fall vorbei und vergesst nicht, meinen Code Vanessa12 anzuwenden, wenn ihr bei Lily Silk bestellt. So, ihr Mäuse, ich habe euch noch mal ein kurzes Tutorial dazu abgefilmt. Natürlich könnt ihr das Ganze auch mit feuchten Haaren anwenden und müsst eure Haare dafür nicht extra locken. Ich habe so gesehen jetzt als Lockenwickler angewendet, hat unfassbar gut funktioniert und so habe ich das einfach drum gewickelt und unten mit dem Gummi festgemacht. Das hat wirklich super funktioniert und war unfassbar einfach. Ich lasse das Ganze jetzt auskühlen und dann sehen wir uns gleich wieder mit frischen Haaren, die richtig, richtig standhaft sind und den ganzen Tag über halten. So, meine Haare sind jetzt genug abgekühlt. Das heißt, ich nehme die Klammer raus, nehme die Haargummis raus und ihr seht schon, wie heftig gut das aussieht. Ihr seht selber, wie toll die Haare aussehen und wie gut die Locken einfach sitzen. Ich liebe einfach so ein Hairtool zu benutzen, anstatt zum Beispiel Lockenwickler. Es geht einfach viel, viel schneller mit so einem Hairtool, eure Locken zu festigen und auskühlen zu lassen, als wenn ihr Lockenwickler reinmacht. Mit Lockenwicklern braucht ihr wirklich viel zu lange. Deswegen kann ich euch dieses Hairtool von Lily Silk nur ans Herz legen. Und natürlich könnt ihr eure Haare damit auch in Form bringen, wenn ihr eure Haare anfeuchtet und zum Beispiel das Ganze Luft trocknen lassen möchtet, wenn ihr zum Beispiel keine Hitze anwenden möchtet. Ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Tattoo-Entfernung. Habe ich gerade Bock drauf? Absolut nicht. Will ich Schmerzen haben? Absolut nicht. Mach ich's trotzdem? Ja. Ich habe es überlebt. Also man kann es wirklich überleben nennen. Ich bin kaputt. K.O. Wir waren jetzt gerade noch was essen und machen jetzt noch einen wichtigen Anruf. Und dann geht's für mich ins Bett. Ein bisschen Schlafi-Schlafi machen und Serie gucken. Hallo, ihr Mäuse. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe gestern nach der Tattoo-Entfernung, glaube ich, komplett vergessen, euch zu updaten. Ich muss auch ehrlich sagen, die erste Nacht immer nach der Tattoo-Entfernung ist wirklich, wirklich eklig. Also, ihr seht ja, wie dick mein Arm ist. Also, standardmäßig ist mein Arm das hier. Und jetzt ist mein Arm das hier. Meine Hand ist auch komplett, ja, so normalerweise. Und dann jetzt gerade. Ja, was soll ich sagen? Also, es ist unfassbar unangenehm. Mein Mann war auch diese Nacht hier und
Ich habe wirklich relativ unruhig geschlafen, weil mein Arm ist halt wirklich super unangenehm. Und ich werde aber heute trotzdem ein paar Sachen planen und so weiter. Ich werde jetzt noch versuchen, mich ein bisschen auszuruhen und noch was zu schlafen, weil ich bin echt platt. Also die letzten Tage und Wochen waren echt unfassbar anstrengend. Hatte auch gestern noch ein sehr, sehr informatives Telefonat, was ich geführt habe mit meiner Mama zusammen. Ich habe jetzt gerade die Wohnung aufgeräumt, Küche sauber gemacht, alle Oberflächen mal abgewischt. Ich finde auch, wenn man einen Tag hat, wo man nichts tut, ist es wichtig, dass man Ordnung hat. Und ich habe ja gesagt, ich will das unbedingt beibehalten und es nicht nochmal zu so einem Chaos kommen lassen. Ja, wie da, wo ich... Ja, was heißt, ich hatte da viel zu tun. Also ich habe auch mittlerweile noch mehr zu tun als davor. Aber deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass ich dauerhaft Ordnung habe und nicht jedes Mal alle 3 Tage gefühlt ein komplettes Chaos beseitige. Sondern so wie jetzt, 10 Minuten hinstelle, Küche kurz aufräume, Spülmaschine einräume, gucke, ob die voll ist. Wenn die voll ist, stelle ich sie direkt an, wische alle Oberflächen einmal drüber und somit hat man es definitiv länger und lang nicht mehr sauber als normalerweise. Ich muss gleich trotzdem noch ein paar Sachen erledigen. Ich warte jetzt gerade auf den Picknickboten, denn ich habe bei Picknick bestellt und hatte ein bisschen Capri-Sonne und so weiter bestellt. Ich muss da unten gleich mal die Schublade aussortieren, wo die ganzen Einkaufstüten drin sind, weil ich glaube, ich habe ein paar zu viele und da muss ich nämlich die überschüssigen Getränke reinräumen. Kühlschrank habe ich gerade schon ausgeräumt und sortiert und ich warte jetzt, wie gesagt, auf den Picknickboten. Wenn der da ist und das Essen da ist, werde ich mir auch was zu essen machen. Ich bin noch am Überlegen, was ich esse. Eigentlich hätte ich richtig Bock auf ein Brot, einfach mit ein bisschen Marmelade. So, mein Einkauf kam gerade an. Ich habe einmal Schwipschwap für meinen Mann bestellt, weil der trinkt das sehr, sehr gerne. Dann haben wir einmal Chips und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es Chakalaka oder Oriental ist, was mir am besten schmeckt. Deswegen habe ich diesmal beide bestellt, um endlich für mich selber zu klären, welches es war. Gesalzene Chips, ungarisch. Dann diese Schnürdinger von Hitchies, finde ich sehr, sehr lecker. Dann habe ich von Merci einmal diese kleinen Mix-Petits geholt. Finde ich ganz, ganz gut. Dann dachte ich, das wäre ein großer Weihnachtsmann. Ich liebe halt diese Kinderschokolade, aber ja, es war halt ein kleiner, ist nicht schlimm. Aber ich habe mich da ein bisschen verguckt. Dann diese Barbecue-Soße ist unnormal lecker. Dann Bananen. Ich hatte für meinen Mann vergessen, eine Zahnbürste zu holen letztes Mal bei DM, deswegen habe ich eine mitbestellt. Dann habe ich einmal so süße Apfel-Fruchtgehalt-Getränkdinger geholt. Bin ich gespannt, ob die mir schmecken. Fruchtzwerge weniger süß. Bin ich auch gespannt, wie die mir schmecken. Ich wollte eigentlich auch noch unbedingt die Weihnachtsedition bestellen. Allerdings war die nicht lieferbar, leider. Dann von Dani Sana einmal diesen Joghurt. Dann habe ich mir noch so Joghurtdrinks geholt. Ich muss mal gucken, ob es welche so Joghurtdrinkdinger mit Milchersatz gibt. Denn ich trinke ja jetzt mittlerweile keine Milch mehr. Ich bin jetzt komplett umgestiegen. Dann Capri Sonne Monster und Capri Sonne Fairy. Ich liebe die beiden. Die sogar noch ein bisschen mehr als die. Dann den Glasreiniger, Leute. Absolute Kaufempfehlung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Sidolin die letzte Zeit immer Probleme gehabt. Es ist immer streifig geworden. Du hattest so einen richtig ekligen Schlier über den Spiegeln und so weiter. Deswegen Katastrophe. Und der hier ist wirklich richtig, richtig gut. Also egal, ob bei Spiegeln oder Oberflächen, wirklich super, super gute Kaufempfehlung. Und der ist halt viel, viel günstiger. Dann habe ich noch Frischhaltefolie geholt und so Eiskugelbeute. Bin ich mal gespannt, weil die sind mit so Aufreißfolie und Küchenrolle. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Brot mit ein bisschen Frischkäse und Marmelade. Habe mir ein bisschen Ananassaft rausgestellt und werde jetzt dabei ein bisschen Serie gucken. Ich weiß, das Outfit passt einfach gerade absolut nicht dazu, weil ich einfach darunter wie so ein Sport-Jumpsuit anhabe. Wie finden wir diesen Blazer? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, weil ich finde ihn sehr, sehr schön, auch vom Material her. Also ich finde sonst Zara Blazer vom Material her nicht so geil, aber er ist wirklich sehr schön und sieht auch sehr hochwertig aus. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn nicht eine Größe zu groß finde. Ich weiß auch nicht, was ich hiervon halten. Ich hatte sie erst in XL bestellt, jetzt nochmal in M nachbestellt. Ich mag sie in M definitiv lieber als in XL, aber ich weiß nicht, ob ich mich damit nicht zu... Ich will es nicht aussprechen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Obwohl ich... Ja, ich finde es halt nicht schlimm, wenn es ein bisschen... Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, was meint ihr? Also eigentlich finde ich sie wirklich sehr, sehr schön, auch jetzt vom Schnitt her. Viel besser als XL. Auch, ich mag das auch, dass sie über den Popo geht. Aber ich weiß nicht, ob ich von hinten nicht ein bisschen... sehr breit. Also ich meine, ich stehe auch heute wie so ein Schluck in der Kurve, aber ich weiß nicht.
Das ist halt vom Schnitt her, glaube ich, derselbe Blazer in Blau. Der ist zwar vom Material ein bisschen anders, aber auch sehr, sehr hochwertig. Den hatte ich bei Xixi gesehen und der hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was mich hieran stört, ist, dass die Knöpfe silber sind. Ich mag eigentlich kein Silber. Ich finde es aber bei dem Blazer eigentlich sehr, sehr schön. Ich weiß, es ist unfassbar schlau, darunter sowas wie einen Jogginganzug anzuhaben, aber ich habe gerade gar keinen Bock mehr, irgendein Oberteil oder so anzuziehen. Was halten wir von dieser Bluse? Ich glaube, ich mag die Bluse sehr, weil der Ton ist halt außergewöhnlich. Also ich habe selten Dinge gesehen, die so ein geiles, intensives Blau haben. Und ich finde, egal ob wir das dann mit einem Weiß oder mit einem grauen Top oder so kombiniert, dazu eine Jeans, dann das Hemd drüber. Ich glaube, ich finde es nice. Dann haben wir noch dieses Blau hier. Wenn ich es in der Kamera sehe, mag ich es auch sehr. Man sieht halt, wohin mein Style gehen soll. So eine ähnliche Bluse habe ich auch von ASOS. Die ist aber viel länger und eher so eine Nachthemd-Schlafbluse, dafür hatte ich sie auch eigentlich bestellt. Die ist, wie gesagt, einfach für so über ein Oberteil ganz, ganz lässig und chillig. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, was ihr unten in die Kommentare schreibt, welches am besten aussieht. Hier bin ich auch nicht so ganz sicher. Also eigentlich finde ich es schon schön. Es gibt die Bluse auch noch in so einem Roseton. Die werde ich, glaube ich, gleich auch nochmal bestellen. Ich mag es, weil es gerade zu so Jeansstoff und so sehr einheitlich aussieht. Aber ich bin nicht so ganz sicher. Ich finde, die Zara-Blusen gehen halt voll klar, weil die kosten 19,95 € oder so um den Dreh. Und das finde ich halt vollkommen in Ordnung. Also im Gegensatz, wenn ihr dazu zum Beispiel so Blusen von ASOS oder so seht für 30, 35 oder 40 Euro, finde ich das schon übertrieben. Und ich mag halt, wie gesagt, diesen Stil, dass man so eine Bluse anhat, darunter Oberteil und dann so eine Hose. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich will auch definitiv, ich glaube, mit Kamera umgedreht ist ein bisschen angenehmer. Ich möchte auch definitiv in nächster Zeit mich öfter fertig machen und ja, wirklich mal wieder gestylt rausgehen, weil das habe ich Ewigkeit nicht mehr gemacht. Gerade durch die Tattoo-Entfernung lasse ich das immer so ein bisschen schleifen, wie jetzt zum Beispiel. Ich kann gerade keinen Selbstbräuner benutzen, aber ich finde mittlerweile meine Haarlänge sehr, sehr schön, auch um die mal so zu stylen und nicht immer Extensions zu tragen. Und darauf habe ich ja auch gewartet, dass ich mich mit meinen Haaren sehr wohl fühle, auch ohne Extensions. Dann zu guter Letzt habe ich einmal diese Cardigan. Und ich glaube, ich finde die Cardigan besser. Es wärmt trotzdem gut. Und auch gerade so zum Überziehen, wenn man mal zum Beispiel mit dem Hund raus muss. Einfach drüber ziehen. Du hast was Warmes, Weiches, Kuscheliges an. Und ich habe eigentlich gar keine wirklichen Cardigans mehr. Deswegen finde ich die ganz schön, auch vom Ton her. Die sieht in der Kamera noch so ein bisschen gelb-orangelicher aus. In echt ist es halt wirklich ein richtig schönes Beige. Ja, so ein Beige ist es, wie ihr es jetzt gerade seht. Gerade kam übrigens mein Blazer an, wo ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass er wieder verfügbar ist. Ich finde die Größe so lala, aber ich glaube, mit offenen Haaren ist die Größe in Ordnung. Ich habe es in Größe L bestellt. Es hätte M definitiv gereicht. Also ich weiß nicht, was Zara momentan mit ihren Größen macht. Davor war mir L immer gerade so passend. Jetzt ist L auf einmal zu groß. I don't know, aber ich finde die Farbe sehr, sehr schön. So, ihr Mäuse, ich hatte mir bei Douglas einmal dieses Unripe Olives bestellt von Neonails. Damit werde ich jetzt meine Nägel machen und werde euch nachher mal das Ergebnis zeigen. Ich zeige euch nachher nochmal, was ich noch bei Douglas bestellt habe. Übrigens war meine Inspo für diese Nägel Adorable Caro und ich liebe die Farbe jetzt schon. Also ich brauche definitiv ein bisschen ein Selbstbräunerbad, aber ich liebe es. Es ist so herbstlich. Ich hatte euch ja gestern noch versprochen zu zeigen, was ich bei Douglas bestellt hatte. Ich hatte mir übrigens das Pröbchen einmal Ombre Leather für mich bestellt und Sauvage für meinen Mann. Ich meine, mein Mann hat das sogar zu Hause, aber ich konnte mich an den Geruch gar nicht erinnern. Deswegen habe ich ihm das mitbestellt. Dann hatte ich mir eine neue Brow-Pomade bestellt. Ich habe ja Medium Dark oder Dark, ich weiß gar nicht, was für einen Ton ich die ganze Zeit benutze, seit Jahren, weil ich immer zwischen dunkel und hell geswitcht habe, hat der Ton bisher für mich echt super funktioniert. Daher, dass ich aber jetzt im Jahr dabei bin, meine Naturhaarfarbe rauswachsen zu lassen und sie auch wieder da ist, dachte ich mir, bestelle ich mir mal den Ton Taupe. Und ich muss sagen, der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich bin super gespannt, wie damit meine Augenbrauen aussehen. Ich weiß, dass vielen meine Augenbrauen zu dick sind, wie ich sie zeichne. Dennoch denke ich, dass dieser Ton wirklich sehr, sehr gut zu mir passen wird, zu meinen Haaren passen wird und ja, sie nicht mehr so dick wirken lässt, weil es einfach eine hellere Farbe ist und auch zu meinen Haaren passt. Dann habe ich mir von Bileda ausgleichende Tagespflege Balancing Day Cream geholt. Die hatte ich letztes Mal bei DM auf der Hand meiner Mama ausprobiert. Ich habe nämlich ein ganz großes Problem mit Cremes und der Konsistenz. Ich hasse das, wenn Cremes zu dick
ja, cremig sind, wenn die so richtig dick auf der Haut liegen. Ich hasse das. Ich will, dass meine Haut trotzdem noch atmen kann. Und die hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich die mal. Dann habe ich mir von Real Techniques einmal diesen Sponge bestellt. Den hatte ich letztes Mal bei Hattie gesehen. Die hat den benutzt und ich wollte den unbedingt mal für Puder ausprobieren. Denn ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der hat so eine ganz, ganz andere, ja, Schwammkonsistenz als normalerweise. Meinen Lack habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Der ist von Neo Nails. Die Farbe hatte ich euch, glaube ich, auch gestern schon gezeigt. Dann einmal dieses Duschgel. Das gab es leider letztes Mal nicht bei DM. Und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Deswegen kommt das in meine DM-Box. Und das wird auf jeden Fall noch im DM-Haul gezeigt. Einen neuen Pinsel von Morphe in der M165. Das ist so ein Augenbrauenpinsel. Ich hatte so einen damals von Zu Eva. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn hingetan habe. Deswegen habe ich mir einen neuen bestellt. Ich mag das nämlich, wenn die Pinsel so richtig dick sind. Dann kann ich das richtig präzise arbeiten. Und das war mit dabei wegen diesen Anastasia Beverly Hills Sachen. Ich melde mich dann auch mal so wieder. Heute war ein sehr, sehr schöner Tag. Ich habe den ganzen Tag mit Mama verbracht. Wir waren heute beim Lasern zur Haarentfernung. Ich war mit Mama was essen, habe eben noch Pakete ausgepackt, habe mich um ein bisschen was anderes noch gekümmert und bin jetzt dann auch mal im Bett angekommen, habe mir ein bisschen Leckereien da geholt zum Trinken und werde gleich, wenn mein Mann kommt, mit ihm You Staffel 3 anfangen und ich freue mich einfach enorm. Kam heute raus, ich liebe You, ist ein bisschen krank, die Serie, aber I like, also das hat mich sehr gefesselt, die ersten zwei Staffeln und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen chillen, ein paar Sachen ausarbeiten, nachgucken und dann, wenn mein Mann kommt, wie gesagt, You Staffel 3 starten. Ich würde sagen, das war's jetzt mit Vlog Nummer 16, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!